vielen Dank für die Einladung. Liebe Freundinnen und Freunde, das IZH, ich möchte heute mehr auch in Iran eingehen, die Situation. Das IZH ist die offizielle religiöse Botschaft des barbarischen Mullahs-Regimes in Deutschland, das seit 43 Jahren die Bevölkerung Irans gewaltsam islamisiert und willkürlich terrorisiert, sie verhaftet, foltert und hinrichtet. Die Agenda und Organisationsstruktur und Personalstruktur des IZH wurden gemäß der Staatsdoktrin und den Sicherheitsinteressen, das heißt geheimdienstlich, konzipiert. Der Direktor des IZH ist laut eigenen Angaben auf der Internetplattform Rasekhun, das ist seine Webseite. Er hat gesagt, er ist ein früherer Mitarbeiter der Revolutionsgarde. Aber er dementiert vor der deutschen Politik und repräsentiert einen Massenmörder, den religiösen Führer Ali Khamenei in Deutschland. Sie wissen, der Mullah-Diplomat und Top-Geheimdienstler in Wien, Asadullah Asadi, der von einem belgischen Gericht wegen Staatsterrorismus zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde, hatte laut berichtet, bei seiner Festnahme in Bayern unter anderem die Kontaktadresse des IZH bei sich getragen, das als Hamburger Refugium für Mitglieder der terroristischen Hisbollah gilt. Diese Moschee ist kein sicherer Gebetsort für friedliche, demokratische und säkulare Muslime, sondern ein düsterer Ort der Verbreitung des schiitischen Dschihadismus und Antisemitismus und stellt aus Sicherheitsgründen eine Zeitbombe mitten in der Weltstadt Hamburg dar. Es ist fatal. Das IZH Partner der Stadt im Staatsvertrag in der Shura ist. Dies kann das IZH, hat auch immer gemacht, benutzen, um seine Mittel oder unmittelbare Mitwirkung am antisemitischen Al-Quds-Marsch in Berlin zu tarnen, während seine hochrangigen Funktionäre und die Schule der Islamischen Akademie Deutschland, es liegt das Gebäude hinter dem Haus, seine Schule des IZH wiederholt den Marsch zur Vernichtung Israels angeführt haben. Ich habe die Mullahs alles identifiziert und deren Namen veröffentlicht. Ich bin selbst von einem Iran-Lobbyisten und damaligen Vorstandsmitglied der eng mit dem IZH verbundenen IGS mehrfach verklagt wurde. Aus Hamburg höre ich, wird außerdem berichtet, dass iranische Oppositionelle und Exilanten von IZH-Mitarbeitern bedroht wurden. Auch deswegen darf das IZH kein Teil der Shura sein. Das IZH muss umgehend geschlossen werden.
Liebe Freundinnen und Freunde, die Wahrheit ist es. Die deutsche Politik hat in diesem Jahr erneut die vehemente Kritik am Al-Quds-Marsch abgetan und ihn nicht verboten. Weswegen die Al-Quds-Dienstleister des Regimes nun behaupten können, dass sie den Marsch bloß aufgrund angebliche Corona-Sorgen abgesagt hätten, während im Iran wegen der fahrlässigen Untätigkeit des Al-Quds-Regimes bisher mindestens 300.000 Menschen, unsere Landsleute, an Corona geschlossen sind. Dies ist ein staatlicher Massenmord. Dass der Al-Quds-Marsch üblicherweise in jedem Jahr hierzulande stattfinden darf, ich habe immer gesagt, ist auch ein Produkt der Appeasement-Politik. Der besorgniserregende Anstieg des Antisemitismus in Deutschland findet in der iranischen vernichtungsantisemitischen Demonstration in Berlin einen Ausdruck. Auf diese anti-israelische Demo bündet das Regime alle Arten von Antisemiten, rekrutiert sie für seine apokalyptisch-politische Ziele und gefährdet die Sicherheit und Demokratie in Deutschland. Dieser Marsch ist weltweit eine Diffamierung der Opfer und der Überlebenden des Holocaust und konterkariert die erklärte deutsche Staatsräson in Bezug auf den jüdischen demokratischen Staat Israel. Der Al-Quds-Marsch der Ayatollahs in Deutschland ist ein Frevel und muss verboten werden. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist wichtig zu sagen, die Rechte der Frauen sind der Gradmesser für die Rechte aller Menschen im Iran. Die Unterdrückung der Frauen und der Antisemitismus der Mullahs sind untrennbar miteinander verbunden. Und das ist ein essentielles Herrschaftsinstrument der Teheraner Machthaber. Das antisemitische Regime bekämpft alles, was es als Auswüchse des Judentums und Israel betrachtet. Das Ablegen des Kopftuchs, Feminismus, Homosexualität, die Moderne, sowie die Menschenrechte und die Freiheitsbewegung, die von den Frauen im Iran mutig angeführt wird. Irans Frauen sind rechts- und schutzlos. Sie dürfen weder Richterinnen noch Ministerinnen oder Präsidentschaftskandidatin werden. Sie werden mittels Kleidungsvorschriften, Zwangsverschleierung bis hin zu Zwangskinderehen und organisierten Säure- und Messerattacken permanent tyrannisiert. Sie sind außerdem von den sozialen und wirtschaftlichen Konsequenzen der staatlichen Korruption und Ressourcenplünderung, der Atomraketenprojekte und der Handlungslosigkeit des Regimes gegen die Corona-Pandemie im Iran besonders betroffen. Die Wahl des misogynen Regimes, das der Erzfeind
aller Frauen in der Welt ist, in die UN-Frauenrechtskommission, ist eine Menschenrechtstragödie und legitimiert systematische Frauenunterdrückung im Iran fatal. Liebe Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel, ich hoffe, dass Sie mich hören. Noch ein bisschen lauter. Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel, müssen Sie dafür sorgen, dass das frauenmordende und folternde Regime aus allen UN-Gremien ausgeschlossen wird. Es nützt es nicht mehr, jetzt darüber zu reden, ob Heiko Maas dafür gestimmt hat oder nicht. Diese Schande muss Frau Merkel wegbekommen. Anderer Punkt ist es, menschenrechtlich möchte ich erwähnen, dass im Iran Frau Naqavi und weitere Geiseln in den Händen von Mullahs einfach im Evin-Folter-Gefängnis sitzen. Es gibt Spielräume, sie frei zu bekommen. Wenn das Regime nicht die Frau Taghavi und alle anderen Geiseln frei lässt, muss das IZH sofort geschlossen werden. Liebe Freunde und Freunde, für die Islamische Republik ist bei den Atomverhandlungen nur die Aufhebung von Sanktionen wichtig, um ihren Terrorismus und Antisemitismus und gegen Israel zu finanzieren. Sonst nichts. Wir als Oppositionelle sagen, wie es den Westmächten in den späten 30er Jahren des 20. Jahrhunderts nicht möglich war, den deutschen Nationalsozialismus zu beschwichtigen, kann es heute nicht gelingen, die globalen Gefahren des religiös-apokalyptischen Systems durch einen Atomdeal oder mit einem Kosmetik zu dem alten Atomdeal oder Geschäftsbeziehungen zu verhindern. Dass in der Region Terror und auch in Deutschland Antisemitismus verbreitende Regime ist im Iran. Liebe Frau Merkel, liebe Herr Heiko Maas, dieses Regime ist im Iran derzeit am schwächsten. Die Bundesregierung muss aufhören, dieses Regime zu stützen. Die Bundesregierung muss umgehend aus dem Atomdeal aussteigen und das Regime vollkommen isolieren und ihm Sanktionen auferlegen. Wir sagen auch, meine letzten Sätze, die Zukunft gehört nicht dem religiösen Faschismus, sondern den Frauen im Iran, die nach Demokratie und einem säkularen Atomraketenfragen im Iran rufen. Sie müssen diese Menschen im Iran, diese unterdrückten Menschen im Iran, müssen von der Bundesregierung, den USA und der internationalen Gesellschaft nachdrücklich unterstützt werden.
مرگ بر جمهوری اسلامی، فرایهایت فور ایران.